Auf der Suche nach einem weiteren PS2-Spiel, welches sich für diesen herrlichen Advents-2-Länder reviewen könnte, fiel mir direkt Indiana Jones and the Staff of Kings ins Auge. Und als ich es da endlich wieder rausgepopelt hatte, dachte ich an die schönen Momente in meiner Kindheit und Jugend zurück, in denen ich mich an Indiana Jones-Spielen erfreut hatte. Das tolle Fate of Atlantis, das weniger tolle, aber liebevolle Last Crusade, Infernal Machine, bei dem mir klar ist, dass es ebenso seine Schwächen hat, wie auch ich eine Schwäche für das Spiel habe, und die Legende der Kaisergruft, in das ich leider nie so richtig reingefunden habe. Aber bei einem Indiana Jones Spiel kann man doch nie viel falsch machen, oder? A few moments later. Es ist Winter 2023 und ich spielte jüngst ein Indiana Jones Spiel. Okay, Indiana Jones and the Staff of Kings, einmal von vorne. Nachdem wir mehrere Ladezeiten überstanden haben, während derer man locker ein komplettes Archäologiestudium durchziehen könnte, erleben wir, wie unser aller Lieblingspeitschenschwinger Dr. Henry Jones Jr. im Sudan nach etwas zu suchen scheint, an dem auch seine Lieblingswidersacher, die Nazis, interessiert sind. Worum es geht und wie er hierher kam, wird uns nicht gesagt. Aber seit Königreich des Kristallschädels habe ich auch aufgehört, das Franchise logisch hinterfragen zu wollen. In diesem Zuge werden wir mit der Spielmechanik vertraut gemacht. Wir können uns bewegen, etwas klettern, allerdings nicht selbstständig springen. Dafür können wir die Peitsche benutzen, um Unkraut aus dem Weg zu räumen. Ja! Und direkt stößt mir ins Auge, das Spiel hat Quicktime-Events. Und diese werden vor allem für echte Indiana-Jones-Momente eingesetzt. Schüttle Spinnen von der Marsch, leg ein Feuer und dann weiter Marsch. Es wird noch viel, viel mehr Quicktime-Events geben und bei jedem einzelnen ist es so, dass man das Spiel instantly verliert, wenn man es verpasst. Was nicht so schwierig ist, da die immer aus dem Nichts kommen und ich das Spiel mit einem Xbox 360-Controller spielen und erstmal die richtige Taste erraten muss. Selbst das normale Laufen kann eine Qual sein. Denn während ich die Steuerung bei der Kaisergruft schon etwas zu verwaschen fand, ist es hier tatsächlich Zufall, in welche Richtung man marschiert. Wenn ich gerade nach 5 Metern Laufen ein Quicktime-Event kommt, dann kommt zumindest eine kurze Cutscene, die den nächsten Abschnitt einleitet. Schönes Plattforming wie bei Infernal Machine, Fehlanzeige. Ein paar nette Schiebe, Logik oder Kombinationsrätsel wie bei Infernal Machine, Fehlanzeige. Weitläufige Abschnitte, die zum Erforschen und der Suche nach Geheimnissen einladen wie bei Infernal Machine. Nö, hier ist ein schlauchförmiges Level und in diese Richtung musst du laufen. Gern geschehen. Nachdem wir fliegend aus dem Sudan gekommen sind, offenbar hat Indy doch noch gelernt, wie man ein Flugzeug landet, I guess, sind wir nun in China unterwegs. Wieso auch immer. Es wird nicht erklärt, ebenso wenig wie wir erklärt bekommen, wer die Gespielin ist, die hier entführt wird. Jetzt kommen wir aber ins Kampfsystem und lasst mich nur sagen, so wenig Action hatte noch kein anderes Action-Kampfsystem. Wir prügeln immer auf einen einzelnen Gegner ein, während seine Kollegen brav auf ihren Einsatz warten. Okay, Ruderich, du schaffst das. Du hast dich jahrelang auf diesen Moment vorbereitet. Deine Time to Shine ist endlich gekommen. Man beachte die höchst professionellen Schreie der Gegner, wenn sie zu Boden gehen. So klang ich zuletzt, nachdem ich auf einer Firmenfeier 2-3 Liter Eiscreme gegessen habe und mir anschließend noch ein Burger angeboten wurde. Wieso Indy keine Schusswaffen einsetzen kann? Keine Ahnung, warum fragt ihr mich das? Oh Moment, ihr habt gar nicht gefragt, aber egal. Vielleicht fand man es in Infernal Machine zu unkanonisch, dass Indy mit einem Raketenwerfer um sich schießt, wobei das spätestens ab der Kristallschädel-Saga offiziell Kanon gewesen sein muss. Meine Lieblingsstrategie beim Kämpfen kommt vor allem dann zum Tragen, wenn ein Abschnitt einen Abgrund hat. Dann ist es umso schöner, die Gegner einfach professionell sortenrein zu entsorgen. Wirf die Gegner in ein Loch, gib es ruhig zu, darauf stehst du doch! Im einen Moment dachte ich noch, dass dieses Kampfsystem so absolut keinen Spaß macht, doch dann kam noch das Gunplay dazu und, oh Junge, ihr macht euch kein Bild, wie lame das ist. Okay. Darauf muss ich mich erstmal richtig vorbereiten. Man muss einfach nur aus der Deckung heraus zielen und schießen und jeder Schuss ein Treffer. Das ist so einfach, wie es dämlich ist. Dämlich ist auch, dass es manchmal gar nicht das Ziel ist, die Gegner zu erschießen, sondern etwas in der Umgebung zu treffen, das die Gegner dann erledigt. Wie man darauf kommen soll? Try and error natürlich. Für irgendwas muss die Wiederauferstehungsanimation mit dem rotierenden Hut doch wohl gut sein, oder?
Bei diesem Abschnitt wusste ich überhaupt nicht, was ich hätte tun sollen. Und dann ist das Spiel hängen geblieben und ich musste neu laden. Und what the fuck? Das war die ganze Zeit San Francisco und nicht China? Hätte ich das irgendwie wissen müssen? Wie auch? Man bekommt so gar keinen Kontext. Ich verstehe null, worum es geht. Infernal Machine war jetzt auch nicht gerade der große Hit in Sachen Storytelling, aber es war zumindest klar, wieso Indy an sein nächstes Reiseziel reist. In dieser Schatzkammer muss man zum Beispiel herausfinden, dass man mit der Peitsche den Elefantenrüssel ziehen muss, um in einem ausrangierten Friseurstuhl ein random Piratenschiff zu entdecken. Übrigens, hier hätte ich vermutlich eine halbe Sekunde schneller reagieren müssen. Glaube ich. Kein Plan. Nun reist Indy also noch nach Panama in den Dschungel, weil wegen Gründen und ist so. Es ist ein tierisches Durcheinander, aber immerhin kommen die Nazis nochmal vor. Aber wenn wir ehrlich sind, die reißen es auch nicht mehr raus. Und so habe ich das Spiel nach gut 3 Stunden Spielzeit links liegen lassen. In diesem Fall nicht, weil es zu schwer ist oder weil ich zu viel Respekt davor habe, sondern weil es einfach nur sehr, sehr schlecht ist und keine Aspekte hat, die es irgendwie lohnenswert machen. Die Actionsequenzen sind ohne Ende stumpf und machen schon nach dem zweiten Versuch keinen Spaß mehr. Außerhalb davon gibt es nur betreutes Laufen und Quicktime-Events. Die Grafik ist miserabel, da sieht selbst Infernal Machine besser aus und das ist 10 Jahre älter. Das einzige winzig kleine Lob geht an die Musik. Die klingt verdächtig stark nach John Williams und ist passend eingesetzt. Ganz großes Lob an Gordy Harp und Ray Harmon, die wohl als einzige im Team zumindest minimal Interesse daran hatten, sich ordentlich ins Zeug zu legen. Keine Kudos an den Toningenieur, der die gute Musik in eine Qualität komprimiert hat, für die sich meine 1999 über Napster runtergeladenen MP3s schämen würden. Fazit: Spielt dieses Spiel bitte auf gar keinen Fall. Es ist kompletter Schund. Wenn ihr Bock auf ein schönes Indiana Jones Actionspiel habt, dann packt lieber Infernal Machine aus. Auch wenn es stellenweise sperrige Steuerung hat und auch wenn es ein Tomb Raider Clone ist, immerhin ist es ein rundes, wirklich interaktives Actionspiel und ein Titel, den ich noch immer sehr mag. So, was habe ich noch in meinen Notizen? Ja, irgendwo wollte ich noch den Satz unterbringen, das Spiel zu spielen ist wie wenn man sich in aller Öffentlichkeit Toffifee zwischen die Zähne schiebt. Erstmal unterhält der Trash-Faktor, aber früher oder später muss man sich trotzdem die Frage gefallen lassen, was das soll. Hiermit abgehakt und ja, okay, das hier ist leider nicht zu vermeiden. Ich entschuldige mich im Voraus. Nazis und Schwerkraft, ein tödlicher Spaß. Das ist der Hugo und dit ist der Klaas. Wie kam sie hierher nun, das würde ich gern wissen. Das Spiel, wo sie vorkommen, ist ziemlich bescheiden. Nazis im Dschungel und sie suchen den Schatz. Das ist Matthias, doch man nennt die nur Mats. Was treiben die bloß hier, ich hoffe ihr wisst es. Whatever, kein Plan. Nun tja, dann Merry Christmas.